In dem französischen Weinbaugebiet Beaujolais gibt es Grund zu feiern. Eine alte Tradition lebt wieder auf. Am dritten Donnerstag im November startet nun, nach zweijähriger Corona-bedingter Abstinenz, der Verkauf des Beaujolais Nouveau, des neuen Beaujolais. Die leichten Weine, die bereits wenige Wochen nach der Lese abgefüllt und verkauft werden, sind international bekannt. Das ist Wein zum Feiern. Die Leute lieben es zu trinken. Der Wein ist fruchtig. Das geht von ganz alleine. Das sind Weine, die wir nur für kurze Zeit gären lassen, um den fruchtigen Geschmack zu erhalten. Die Freude in Beaujeu, der Weinmetropole in dem Anbaugebiet nördlich von Lyon, ist groß. Denn der Beaujolais konnte sich international gegen starke Konkurrenz durchsetzen. Im Norden liegt Burgund, Heimat weltbekannter Chardonnay und eleganter Pinot Noir Weine. Doch die Menschen hier sind für ihn gekommen, den Beaujolais Nouveau. Es ist das erste Mal, dass ich hier bin und es ist deliziös, fantastisch. Es ist eine echte Party. Ich bin die Feiern aus dem Südwesten gewöhnt und hier mit den Musikgruppen fühle ich mich wie zu Hause. Es ist wirklich toll. Ein rauschendes Fest inmitten der Pandemie. Auch in Frankreich stieg die Corona-Inzidenz zuletzt wieder an, jedoch auf niedrigerem Niveau als in Deutschland. Trotz Corona sind die Leute gekommen. Dieses Jahr ist der Beaujolais ganz besonders gut. Wir sind im Paradies.